Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy Kongs Quest mit Osoma. Hi. Ja, nächstes Level, ich habe mich schon in etwa informiert, worum es geht. Übrigens, wenn du hier zurückschiebst, dann kriegst du einen Boost. Wie was zurückschieb, hä? Du kannst da zu Beginn rückwärts fahren, dann ist das so ein Fass, da kriegst du einen Dauerboost. Das ist zwangsweise erforderlich, um auf den ersten Platz zu kommen. Und so kriegst du auch die DK-Münze. Und ich glaube, so kann man die DK-Münze nicht bekommen. Und wie gesagt, das ist nicht. Ja. Nicht so wichtig. Notfalls hole ich alles nach. So, ich wollte euch noch was zeigen. Schauen wir mal. Nein. Der Cranky kommt erst noch. Ja gut, dann kann ich es jetzt später zeigen. Ich glaube, es war bei Cranky, weil bei Cranky ist im Hintergrund was zu sehen. Mehrere Sachen sogar, die man aus den Rare-Spielen kennen sollte. Ach, das war blöd, Moment. Die man aus den Rare-Spielen kennen sollte. Mhm. Ja. Und auch zum Beispiel von Donkey Kong Country 1. Ach, das schaffe ich nicht. Das schaffst du mit rüberfliegen? Kann ich da oben abklatschen oder? Ach, egal. Später. So, jetzt kommen meine Battletoads Turbo-Tunnel Skills. Hey, die kannst du einfach überfahren, ich muss drauf springen. Ja, mit dem Boost hier kann ich sie überfahren, aber im Normalfall geht das nämlich nicht. Da muss man auf sie drauf springen. Irgendwann lässt der Boost auch nach. Ich glaube, jetzt bald mal. Ja. Oh. Zum Glück sind da überall so Ausrufezeichen, die mir sagen, aha, Achtung, gleich gibt's ein Loch. Die sind nicht ganz zuverlässig. So, dritter bin ich schon mal. Oh! Nein! Oh Gott, zu spät gedrückt. Mhm. Ein oder zwei hätte ich noch besiegen müssen. Dann hätte ich die DK-Münze bekommen. Soll ich denn alle Gegner fertig machen? Du musst nicht alle besiegen, du musst nur eine gewisse Anzahl besiegen. Und ich glaube, wenn du irgendwie durchfährst, ohne genug besiegt zu haben, dann kriegst du gar nichts. Der arme Kremling. Denkt sich so, haha, die kriegen mich nie. Wir schieben die Kongs erstmal zurück. Und dann mit Boost über den Haufen fahren. Ich glaube, der Boost hält bis zum fünften Platz an. Ich glaube, der Boost hält so lange an, bis du versehentlich einen Fehler machst. Nein. Irgendwann ist der Boost vorbei, dann bist du zwar noch genauso schnell, aber du kannst die Gegner nicht mehr über den Haufen fahren. Weil dann ich könnte den zweiten Gegner gerade auch nicht über den Haufen fahren. Vielleicht bist du versehentlich draufgesprungen oder so. Nein, ich bin nur gefahren. Okay, dann musste ich das nicht. Aha. Das erinnert mich so an. Das ist eine Battletoads Level. Nicht an den Turbotunnel, sondern. Nein! Oh, an das danach, das mit der Kettensäge. Das ist nämlich richtig bescheuert. Ich glaube, du bist der Letzte. No!
Komm her! Du, nee, du bist der Vorletzte gewesen. Nee, du bist doch jetzt plus 1. Nee, das hier ist der Letzte, den ich killen muss. Dann krieg ich die Kämmenzer, yes! Jetzt nur mehr schaffen. Boom, Baby! Da hinten ist ein Haken, ja. Ja, ich, So, geht's noch weiter hoch, oder? Ja. Gut, das ging sich aus. Eigentlich ist das ja geplant, dass man damit Dixie in so eine Stellung fliegt. Ja, schon klar. Ja, hier haben wir alles perfekt. Jetzt nach unten. Spielst du schon ein bisschen besser als wir zu Beginn? Ja, den Gegner, den kann ich nicht ausstehen, weil. War hier die Käfer? Nee, oder? Nee. Weil, wenn du nicht aufpasst, kann dich der mit seinem Schwanz regelrecht gefangen nehmen und dann schleudert er dich random in irgendeine Richtung. Wenn du Pech hast, fliegst du dann direkt ins Moor. Also wieder was mit Randomness. Das liebste ja seit Monster Max, diese wandelnden Torten. Okay. Ganz schön knapp. Das waren die Käfers offensichtlich. Ja schon, aber eigentlich hätte der dich killen müssen. Weil bei mir hattest du gerade in der Animation, dass du ausholst, aber egal. Wird schon alles richtig sein. Deswegen hasse ich es, dass es auf diesen Knopf gelegt ist! Ausgestopfter Winky, im Hintergrund Chief Thunder von Killer Instinct, da haben wir ein Rare-Logo. Was ist das da rechts? Das erkenne ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall ein Super Nintendo Controller. Aha, toll. Würde ich mir mal zeigen. Ach, ich hätte bei Swanky zocken können, ach egal. Hä? Verstehe ich nicht. Irgendwie ist das Spiel verbuggt manchmal. Ne. Ich hätte die Libelle killen sollen. Was war denn das gerade? Das war doof. Sobald ich wieder auf festem Boden bin, muss ich mal was versuchen. Muss mal gucken, ob das hier auch geht. Da ist fester Boden. Das ist ein Fass im Weg, hau mal ab, Fass. Oh, schon wieder, hau ab. Ne, hier geht das nicht. Im Gameboy-Teil ist es zumindest so, dass wenn du dich duckst und das Rad machst, dann machst du das am Stand und bewegst dich nicht automatisch nach vorne.
Aber hier geht das offensichtlich gar nicht. Nein! Rechts, 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 rechts. Danke. Oh. Na, oh, jetzt habe ich fast in den Sumpf gelatscht. Nein, nicht du, weil ich weiß, da kommt so ein Spacko. Will ich das in? Nee, will ich nicht. Mir ist genug Leben. Das? Nein, es geht nicht. Still, rede mit mir. Was soll ich denn sagen? Weiß nicht, irgendwas. Stille bedeutet Wut. Oftmals. Ich bin nicht wütend. Sehr ruhig. Du bist in dich gekehrt, um dich mental auf das Spiel hier vorzubereiten. Na! Ich weiß halt einfach nicht, was ich dazu sagen soll zu dem Spiel. Das ist Donkey Kong. Das ist offensichtlich einfach nicht dein Ding. Vielleicht solltest du das sagen. Aber ist dieses Spiel hier eines der, also angeblich eines der besten Videospiele aller Zeiten? Ja. Behaupten zumindest viele Magazine und viele Leute. Ich persönlich finde den ersten Teil auch besser, aber naja. Weg da! Ja, für dich zählt wahrscheinlich zu den besten Spielen aller Zeiten Mega Man. Nein. Nicht? Was denn sonst? Kingdom Hearts. Divinity. Nein, Divinity? Gut, so weit würde ich nicht gehen. Es ist gut in Ordnung, also es ist eigentlich mehr als nur in Ordnung. Aber das beste Spiel aller Zeiten. Also für die damalige Zeit ist Divinity grandios. Ja, für die damalige Zeit waren viele Spiele. Also nicht viele, aber für damalige Zeit waren schon einige Spiele ja im Standard weit voraus. So wie diesen hier, Spiel hier zum Beispiel, aber... Oder naja, beziehungsweise Donkey Kong Country 1, weil... Donkey Kong Country 1 hat ja einen ähnlichen Grafikstil wie das hier und das war ja damals nicht gang und gäbe. Im Ernst, es gibt grafisch viel schlechtere Spiele, vor allem am N64. Und damit meine ich jetzt nicht Super Mario 64. Es gibt noch andere Spiele, die Grafik... Aber Grafik ist nicht alles. Ja, aber... Ganz ehrlich, Grafik ist eine Sache, die bewerte ich bei Spielen als eine der unwichtigsten Dinge, die es gibt. Ich bewerte eigentlich eher nach Grafik, Spielmusik, beziehungsweise... Generell die Sounds. Auch Musik ist für mich nur zweitrangig in dem Spiel. Spielspaß. Also Spielspaß ist für mich auch wichtig und ich glaube, du bist gerade zurückgesprungen. Ja, ich weiß.
gut, manchmal bewerte ich auch nach der Story und ich muss sagen, Donkey Kong Country ist storytechnisch schwachbrüstig. Leider. Das ist so eine Standardstory. Oh, Kim Rool hat Bananen geklaut im ersten Teil. Im zweiten Teil, oh, Kim Rool hat Donkey Kong geklaut. Im dritten Teil, keine Ahnung, wahrscheinlich. Die Sache ist, ich bewerte nicht. Du musst das so sehen. Es gibt bestimmte Kriterien, die ich halt für bestimmte Spiele habe. Also jetzt hier, das hier ist ein Jump'n'Run. Ja. Für den Jump'n'Run ist mein Hauptkriterium eigentlich das Gameplay. Sagt der es nicht? Nein. Wie gesagt, allein schon die Tatsache mit dem, dass es auf dem Rennknopf halt diese dämliche Funktion gibt, das regt mich so extrem auf. Das ist für mich ein gameplay-technisch gravierender Minuspunkt. Ja, das ist, wie gesagt, das ist wie praktisch, wenn du sagen würdest, so ähnlich war das geplant, tatsächlich. Ist praktisch wie wenn du sagen würdest, du musst jetzt unbedingt in diesem Spiel, keine Ahnung, Nein, das war sehr knapp. Ja, du musst was? Du musst plötzlich in diesem Spiel irgendwie einen Beat'em'up spielen, um weiterzukommen. In dem Spiel hier? Nein! Ändert mich dann irgendwie mehr an Deponia. So gravierend finde ich diesen Einschnitt. Okay. Na gut, das mit der Angriffstaste und dass man darauf rennt, das ist bei Mario eigentlich dieselbe Prozedur, außer dass Mario am Stand eben schießen kann. Aber wie gesagt, bei Mario ist es nicht störend. Mag ja sein, dass es da halt ist, aber guck mal, du hast... Oh Mann, könntest du dich mal bewegen? Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man hier angreift, dann bewegt man sich ein Stück nach vorne. Ich bin schon mehrmals nur wegen dieser einen Mechanik umgekommen. Kreuzbruch. Ja. Das ist für mich einfach ein gameplay-technisch gravierender Minuspunkt. Der nächste gravierende Minuspunkt sind die... ist diese Rollercoaster-Fahrt, die wir gerade hatten. Warum? Weil's Jump'n'Run nicht dazu passt? Weil es eine Mechanik ist, die praktisch komplett aus dem eigentlichen Spielkonzept heraus weggeht. Na gut, das mit dem Rennen, das würde ich ja einigermaßen noch verkraften. Ich meine, wenn jetzt wirklich so, wie du sagen würdest, Beat 'em up, so, oder? Im Jump'n'Run, da würde ich schon sagen, das passt irgendwie überhaupt nicht. Aber so rennmäßig. Ja, bei dem Rennen bin ich auch noch halbwegs mit konform. Das ist okay, aber. Ist ja bei Battletoads auch nichts anderes. Es ist halt. Ja, gut, Battletoads ist aber auch für sowas auch gemacht. Das ist eine komplett andere Spielkategorie. Scheiße! Viel zu früh! Könnte da zwar runterfliegen, aber ich glaube, runterfliegen ist gefährlicher. Ja, wie gesagt, auch wenn ich dieses Spiel sehr mag, ich nehme es dir nicht übel, dass du es hatest, wenn ich es jetzt mal. Weil ich weiß nicht, ob man das jetzt als Haten bezeichnen kann. Weil. Es ist kein Haten. Ich mag das Spiel nicht. Punkt. Wow. Ein Spiel nicht zu mögen und ein Spiel zu haten sind ja zwei unterschiedliche Paschen. Ich finde einfach nicht, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist ein durchschnittliches Jump'n'Run. Es ist okay. Was Fehler macht, die meiner Meinung nach nicht sein müssten, aber
Es ist nicht so, dass ich dieses Spiel absolut scheiße finde. Man kann es spielen. Ja. Wenn man von der schrecklichen Grafik und der nervigen Musik mal absieht. Gut, ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, der die Meinung vertritt, dass Grafik und Musik in diesem Spiel exzellent sind. Ist eben alles Geschmackssache, aber für dich sind mal andere Spiele herausragender. Zum Beispiel Kingdom Hearts, was ich auch verstehen kann. Kingdom Hearts ist auch... ja, keine Ahnung, mir fällt kein Wort außer schön dazu ein. Ich kann Kingdom Hearts einfach nur als schön betiteln. Es gibt tatsächlich Leute, die Kingdom Hearts verachten. Ja, die gibt's. Und, ich weiß. Und damit meine ich nicht nur einen Titel oder so, weil ich gebe zu, nicht. Ich weiß. Wer war das nochmal? Frank, Sui, irgendeiner der angeblich Guten? Wir haben Kingdom Hearts nochmal nicht gemocht. Ich glaube, Frank. Und hat er auch nicht ein anderes Spiel gehatet? Banjo-Kazooie? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Nee, Banjo-Kazooie mochtest du nicht. Ja, das finde ich auch schlecht. Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut. Banjo-Kazooie ist meiner Meinung nach das beste N64-Spiel, das es gibt. Also es gibt N64-Spiele, die ich nicht ausstehen kann, die mag ich mehr als Banjo-Kazooie. Diesen Boss kann man hier übrigens cheaten. Ja gut, jetzt... also nicht direkt cheaten, aber man kann ihn auf... Wie, das ist der Bossfight? Ja. Man kann ihn auf unehrenhafte Weise besiegen, indem man sich in einen Papagei verwandelt und einfach links stehen bleibt und ihn die ganze Zeit abknallt. Ja, du wolltest sagen, es gibt schlechtere Spiele als Banjo-Kazooie oder irgendwie sowas in der Art? Nein. So sonst. Ist das das schlechteste N64-Spiel? Ich habe noch kein N64-Spiel gespielt, was mir weniger gefallen hat. Wow. Dann viel Spaß mit Banjo-Tooie. Weil das finde ich ein bisschen schlechter. Wobei, es ist auch... naja. Aber es ist sowieso alles eine Soße. Ganz N64 hat nur Scheißspiele. Ich könnte übrigens hier stehen bleiben und die ganze Zeit so abknallen. Ja, ist doch lame. Ja, ich weiß. Deswegen, es gibt ja diese Lame-Methode, aber die mag ich nicht, weil sie eben lame ist. Ach, du musst den Stachel treffen. Ja, der blinkt auch die ganze Zeit rot, siehst du doch. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit getroffen. Nee, überall anders prallt's ab. Das ist bis jetzt sah es nicht so aus, als würde es so abprallen. Hau ab! Muss aufpassen, dass ich nicht zu hoch fliege. Sonst killt das Vieh mich. Wow! Da hat er mich aufgespießt. Also eines der, vorausgesetzt, das kann man schlecht bezeichnen, schlechtesten Spiele, die ich bisher gespielt habe, war Star Tropics. Ich finde Star Tropics ist ein besseres Spiel als jedes N64-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Soll ich dich bemitleiden oder soll ich dich für verrückt erklären? Ich weiß es nicht. Star Tropics, die Steuerung ist einfach... vollkommen okay. Rotzekacke! Die Musik, ja, die Musik geht so, die ist eigentlich ganz chillig. Größtenteils. Das Einzige, was ich an Star Tropics nicht mag, ist das letzte Level. Ja, das ist wegen der bekackten Steuerung bockschwer, oder? Nee, das ist nicht möglich, fast schon. Es ist nicht wegen der Steuerung schwer. Schwer ist es, weil die Gegner zu schnell sind. Ja, und was ich bei Star Tropics überhaupt nicht ausstehen kann, ist dieser eine Code da. Ja, mag vielleicht sein, dass wenn man den damals gekauft hat, dass der dabei war und so. Ja, wenn man sich Star Tropics jetzt kauft und von diesem Code keine Ahnung hat, dann... Ja, ist ja gut, das ist ja verständlich, aber dafür hast du heutzutage Internet. Ja. Richtig ab. Ich reg mich doch gar nicht auf. Das war eine witzige Idee.
Sie war originell. Ob sie witzig ist, weiß ich nicht, aber immerhin war sie originell. Das muss man ein Spiel ja zugute halten. Es ist eigentlich so, dass ich Star Tropics. Hallo, verpiss dich! Zur Sau mache. Überall und wo es geht, aber es ist einfach. Nett ausgedrückt, nicht mein Fall. Genauso wenig wie für dich Donkey Kong oder Banjo-Kazooie oder was auch immer dein Fall ist. Spiel gerade schlecht. Ah, gut. Ach, verdammt. Warum spiele ich gerade so bockig? Jetzt bist du noch schneller, oder? Ja. Am leichtesten ist sie zu treffen, wenn sie von oben nach unten geht. Ah, stimmt, jetzt kam das. Gleich ist sie erledigt. Ja. Und das war's. Perfekt zum Abschluss des Parts. Die Wespe erledigt. Gut. Dann beenden wir hier. Das war Donkey Kong Country 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Ciao.